Am Tag 10.825 sitze ich nachts in einem Parkhaus, habe meinen Laptop und eine Packung Spekulatius bei mir und schreibe. Ich gehe nochmal. Vor 4 Stunden habe ich Feierabend gemacht, dann zur Wohnung unserer Freunde, um Melina und Lisa nach Mainz zu fahren. Nein, aber wenn du jetzt mal so einen Tag mal nichts machst. Ja, aber dann ist ein Tag auch wieder am Arsch. Also der nächste Tag ist am Arsch, das kann ich mir nicht leisten, das geht nicht. Bist du so ein Workaholic? Ich muss das täglich machen, ja. Just a fish. How much cost a fish? Sie wollen auf eine Party, seit Ewigkeit mal wieder. Ich werde meine Zeit draußen und schlafend im Auto verbringen, weil ich das so will und ich den beiden damit einen kleinen Gefallen tun kann. Vielen, vielen lieben Dank. Als ich ankomme, spielen sie Mario Kart und trinken Gin Tonic. Für mich ist eine Pizza im Ofen und Snacks sind vorbereitet. Ab 10 ist Einlass. Auf keinen Fall zu früh da sein. Die beiden verabschieden sich und werden eine gute Zeit haben. Mal wieder zusammen rauskommen, neue Menschen, etwas trinken und tanzen. Wobei das Tanzen der kleinste Bestandteil ist. Weil unangenehm. Die Schlange vor dem Kutz in Mainz ist lang. Ich verbringe die Nacht auf meine Art. Liebe es, als Unbeteiligter unterwegs zu sein. Menschengruppe für Menschengruppe fließt vorbei. Ausgelassen, laut, jung. Wolken aus Parfüm. Ich bin Außenseiter, muss nichts erfüllen. Filme und gehe und denke. Ich genieße diese Geräusche, diese Spannung der nächtlichen Stadt. Mit allen Sinnen, ganz klar. Vorbei an Erbrochenem und Glas auf dem Boden. Polizei fährt durch die Straßen. Krankenwagen-Sirenen, ausgepumpte Mägen. Ich bin ein Außenseiter, isoliert für eine Nacht. Außer mir sind da andere. Ein Mann fragt die Menschengruppen nach leeren Flaschen. Ein Mann sitzt allein am Tisch und trinkt Wein. Ein Mann sitzt allein vor einem Spielautomaten und drückt immer wieder auf einen Knopf. Keine Frau allein vor Wein oder Glücksspiel. Ich habe Zeit. Viel Zeit, um irgendwo rumzustehen und mir Dinge anzusehen, an denen alle anderen vorbeigehen. Ohne einen Blick. Das ist mein Glück dieser Nacht. Nur für mich. Isoliert. Als Außenseiter für eine Nacht. Um 12:30 betrete ich durch eine nach Pisse stinkende Schleuse das Parkhaus und richte mich ein. Ich habe alles dabei. Aus der Bluetooth-Musikbox liest Dave Grohl vor. Irgendwann schlafe ich ein, die Packung Spekulatius leer neben mir. Bis mich um 3 der Anruf weckt. Es ist Melina. Sie kommen gleich. Na, lass mal ins Bett. Bitte nicht schlafen. Ein bisschen eben, ja. Wir haben Leute kennengelernt, eine Gruppe, und die fanden das sehr süß, das, was du machst. Ja, schön. Die haben. Und das ist auch wirklich sweet. Macht's gut, war ein schöner Abend, Ella. Ja, fand ich auch. Bis bald, wir schreiben morgen. Ich bin mal gespannt, wie es dir geht. Bestimmt schlecht. Ciao. Bis morgen, an Tag 10.826. Welcher Tag ist heute für dich und was macht ihn besonders? Schreib's in die Kommentare.